Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Koromon. So, bevor wir hier weiterrennen, muss ich ganz kurz euch was zeigen. Und zwar hat sich ein Teammitglied geändert. Wir waren ja dabei, Basler zu trainieren. Aber ich habe mich dann doch umentschieden, weil uns dieser niedliche Tiger über den Weg gelaufen ist. Und eigentlich habe ich gesagt, nein, wir nehmen nur Koromons, die sich zweimal entwickeln ins Team, weil ich die persönlich einfach stärker finde. Aber guckt euch diesen Tiger an, der ist so süß, so knuffig. Und da habe ich dann dazu umentschieden, okay, ich nehme ihn doch. So, und dann habe ich ihn mit Level 7 oder so gefangen und dachte mir, Mensch, den trainierst du. Problem war nur gewesen, er hat unheimlich viele AP verbraucht und bin nicht drauf gekommen. Woran lag's? Naja, dann habe ich ihn auf Level 15 trainiert und irgendwann habe ich dann mal gesehen, in seiner Eigenschaft oder in seiner passiven Fähigkeit war das bei ihm so, dass er 20% mehr Kraft in seine Attacken legt, alles schön und gut, aber seine AP dafür plus 2. Also sprich, seine Angriffe hätten immer plus 2 mehr abgezogen. Zum Beispiel Vierfachladung hatte 6 abgezogen und das war mir echt zu bäh. Also habe ich mich nochmal hingesetzt, nochmal ein Tigerchen gefangen. Und jetzt haben wir halt Schnelllerner. Das Koromon lernt schnell und erhält 5% zusätzliche Erfahrung. So, damit kann ich leben. Und genau mit diesen zwei Teammitgliedern gehen wir jetzt weiter. So. Aber hier brauchen wir jetzt nicht mehr kämpfen. Das ist auf Level 15 bekommt man auch kaum noch Erfahrungspunkte. So. Ich glaube, wir haben eigentlich alle auch. Warte, wir gucken nochmal. Na, hier gibt es immer noch ein Koromon, was man hier finden kann. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einige, die nicht so offensichtlich zu sehen sind. So, warte mal. Jetzt brauchen wir das Schubmodul. Gucken wir uns das hier mal schnell an. Ein kleines Rätsel. Ich fange mal so an. Das geht gar nicht. Okay. Dann fangen wir so an. Dann schieben wir den hier rüber. Was mache ich mit dem? Ich glaube, ich muss den hier hinterschieben. Den dann dafür hoch. Jetzt komme ich da rum. Und wir bekommen 2 Silberspinner. Na, dafür hat sich das doch gelohnt. So, was haben wir denn hier unten? Eine geheimnisvolle Hütte. Ein Frohwa. Frova wollte ich haben. Moment. Resumé kann jetzt raus. Praktisch. Schnee beginnt vom Himmel zu fallen, okay. Erstmal statisches Feld. So, wie war denn das jetzt überhaupt? Wie konnte ich ihn jetzt... Ich werde den Gegner paralysieren. Ich glaube, der muss mich jetzt angreifen. Für 5 Runden sind wir halt statisch geladen. Hypnowellen. Na genau. Ist eingeschlafen. Okay, kein Problem. Wir können es doch mal probieren. Wir haben ja zum Glück ein paar Spinner. Aber hier gibt es doch einen Trickspinner am Anfang des Kampfes. Ich glaube, die Zeit ist vorbei.
Wir probieren es einfach mal. Schade. Okay. Na gut. Er lässt sich nicht verwirren. Dann gehen wir mal auf. Dann sag ich schon. Paralysieren. Zoomie 2. Solange wir es mit einem Team haben, können wir ja mit Elektroschock. Oh, nee. Dann machen wir mal einen Wuchtangriff. Ruhig. Das wird auch mit Schneiden. Okay. Ich weiß nicht, warum ich so ein Interesse an Insektenähnlichen. Sei es Pokémon, sei es Koromon, sei es irgendwas anderes, aber ich habe immer eine Schwäche für solche insektenähnlichen Viecher. Ich benutze jetzt sogar mal einen Silberspin. Jawoll. Oh cool, wir haben Frova. Selten halt. Selten. Das ist cool. Das ist cool. Und ich habe mir sogar dieses rausgesucht fürs Team. Und das Ganze nenne ich. Ich hoffe, ich schreibe den Namen richtig. Ansonsten. Möchtest du vorher keinen Spitznamen geben? Warte doch mal. Ich bin noch gar nicht so weit. Kerch. Oder Search? Ne, Kerch. Search. Oder alias mobile Glotze. Einige von Ihnen, von euch werden ihn kennen. Er ist ein sehr, sehr, sehr affiner Typ. Was es, wenn es darum heißt, Android-Spiele oder Pico 8-Systeme. Also steht unheimlich auf Retro-Android-Spiele. Und ich verlinke ihn auch sehr gerne unten in der Videobeschreibung, dass ihr mal bei ihm vorbeischaut. Lasst mal ein bisschen Liebe da. Ist ein ganz netter. Und mit dem schreibe ich sehr viel. Wir unterstützen uns gegenseitig, geben uns Tipps, machen und tun. Und deswegen war es mir wichtig, dass er mit ins Team kommt. Für ihn schmeißen wir Moffel raus. Richtig. Mal gucken, ob es bei Frova bleibt. Oder ob ich doch wieder irgendwas anderes finde auf die Schnelle, wo ich dann sage, das gefällt mir dann doch mehr. Eine Phönixscherbe. So, supi, da hätten wir schon wieder was, was wir trainieren müssen. Oh, das kann ich am Verlauf des Tages halt irgendwann machen. Frova, das. Du brauchst wirklich ein bisschen Training. So, und dann Vierfachladung. Oh, ich so Kratzer und sowas, das zieht unheimlich viel ab. Bei unserem kleinen Tigerchen. Aber jetzt suchen wir uns, oder jetzt schauen wir uns erstmal die Hütte hier an. Eine verlassene Hütte im Walde? Hey, wer bist denn du? Mein Name ist Dirko, schön dich kennenzulernen. Ich habe die Hütte versperrt, um allein zu sein, nicht um von Fremden belästigt zu werden. Du kannst nicht einfach in die Häuser von Leuten platzen. Oh, es tut mir leid. Was ist los? Beruhig dich. Oh, Level 10.
abhatten kannst du dich, wie du willst. Denn wir greifen ja physisch an. Jawoll, Riesenmeerrecht Level 16. Sowas ist immer sehr gut. Niblicka. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Wieso kann ich nicht in Frieden trauern? Trauern? Warum was? Warum trauerst du? Die Kämpfe sind einfach nicht mehr dasselbe seitdem Rocky. Steinige Straßen. Das Leben ist zu trostlos ohne Rocky. Okay. Ja, genau. Den Typen besiegen, dann erstmal leerräumen. Seine Wohnung. Zwei Phönixscherben. Lebkuchen. AP-Kuchen. Kombikuchen. Ein Bild von Jack zusammen mit einem Schmelzer. Sie scheinen gute Freunde zu sein. Einem Schmelzer? Okay. Ich glaube, Schmelzer waren ein Feuerkoromon. Warte mal, wir gucken mal hier im Logbuch. Sein Schmelzer, sehr. Okay, wir müssen uns das mal merken, wenn wir mal einen Schmelzer sehen oder finden, dass wir das dem Jack bringen hier. Ganz langsam hier raus. Denn trotz alledem wollen wir ja endlich in die nächste Stadt. Oh, diese Kämpfer hier. Und noch ein Frohwar. Ich dachte, die sind selten. Antarktisch. Oh. Ah, Level 6, du. Nee, lass mal gut sein. Nachricht von Mutter? Was? Was? Wie komme ich denn jetzt auf meinen... Ach hier, warte mal. Items? Stinkduft? Ne, hier, Handy. Benutzen. Lieber Stirko, mein Herz vermisst dich jetzt schon. Komm mich besuchen, wenn du kannst. Ich werde Kuchen für deine neuen Koromon-Freunde backen. Oh, das ist eine liebe Mama. Oh, ist die süß. Wenn wir irgendwann mal in der Nähe sind, können wir da sehr gerne hingehen. Habe ein neues Koromon gefangen. Willst du es sehen? Nein. Und mir bleibt da nichts anderes übrig, wa? Los, Kerch. Oder Search. Ich nehme ihn. Ich nenne ihn Search. Es beginnt Schnee vom Himmel zu fallen. Aber leider haben wir keinen Angriff, der auch nur im Entferntesten irgendwie Schaden verursachen würde. Muss Dani ran. Boom. Jawohl, sehr gut. Da könnte eigentlich nach Riese mehr rennen. Da ist ja Wasser, das wissen wir. Na, Wuchtangriff ist okay, solange es nicht Kratzer ist oder so. Patapit. Patapit war ja, glaube ich, normal, wa? Jo. Und der greift mich bestimmt mit Wuchtangriff oder sowas an. Propellerschlag. Okay, das ist cool. Die Attacke ist cool. Jetzt müssen wir aber unbedingt auf Dani tauschen. Torunga. Ach nö, das lohnt sich. Also, das empfiehlt sich ja dann sogar auf Dani zu tauschen. Weil Torunga ist ein Feuer-Koromon. Und ich bin echt hin und her gerissen. Also bei Feuer-Koromons gibt es echt wenig. Und ich bin echt
echt am Überlegen, welches ich davon reinnehme. Ich wäre nicht abgeneigt gegen Torunga. Das ist ganz klar. Ich muss mehr trainieren. Aber die Frage ist halt, das ist halt wieder so ein Starter und bestimmt nicht so leicht zu bekommen. Kuchen. Ja, das ist alles nicht so leicht hier. Wir machen mal Search hoch. So. Oh Gott. Oh Gott. Ach, zwei Muffels gleich. Flucht. Letzter Kampf auf der Route. Du bist auf dem Weg zur Donauinsel. Da musst du erst an mir vorbei. Naja. Einstein erhalten. Was denn du? Ach so. Luma, Luma, Lumanion, Luma, irgendwas. Oh, das war Elektro. Okay. Probieren wir es mal mit Biss. Lumon, genau. Schwarmintelligenz. Genauigkeit gesunken. Okay, das ist nicht schön. Ja, Schwarmintelligenz. Okay. Wie Java-Frucht. Och. Warum müssen die sich denn immer heilen? Oh, nicht kotzen, ey. Ich hasse diese Attacken. Oh, das ist so nie besser. Na komm, jetzt aber. Mach es fertig, das Lumont. Dankeschön. Jawohl, Level 17. So lobe ich mir das. Swomi. Okay, jetzt können wir aber wieder mit Vierfachladung angreifen. Okay. Das war stark. Luna Poop. Wölfchen. Komm, nicht Hypnowellen. Komm, nicht Hypnowellen. Verdammt, ich muss tauschen. Huch. Jetzt bin ich an den Tisch gestoßen. Rasanter Sprung. Nee, Dani schläft erstmal. Dani macht Nickerchen. Aber das Gute ist, wenn die sich, wenn die schlafen oder sowas, heilen sich nebenbei die AP. Und das ist echt gut. Okay, na dann, mit Biss. Dani hat so dicke Haut. Da kommt er mit seinen kleinen Fischzähnchen nie durch. So, und das war's. Oh, Level 19. Das lobe ich mir. Schon wieder Meilensteine. Wir sollten mal die Meilensteine durchgehen. Es sieht so aus, als ob du den dornigen Sturm trotzen kannst. Das will ich doch hoffen. Das war so ein High Five. Catch ein. Und so. Hier der 10. Kampf. Okay, wie viele Kämpfe habe ich schon beschritten? Okay, anscheinend habe ich offline ein paar Kämpfe gemacht. Jedes potente Koromon gefangen? Ach, hier. Swomi. Ja. Gestern tauchte dieses auf. Ganz cool. Die Kinder vorbeigekommen, die haben ein bisschen mitgeguckt. Auch ganz fasziniert von dem Spiel. Und Matschimpf, Donauinsel. Und die waren hellauf begeistert. Und dann tauchte dieses Wurm auf. Wir sind hier, um dich zur Donauinsel zu bringen. Der Captain und sein Boot warten am Strand auf dich.
Das ist interessant. Hey, du siehst aus wie ich. Ist dir das klar? Ah, hi. Ich bin Derek, der Fährmann zur Donauinsel. Riegel hat mir gesagt, ich solle einen Kampfforscher zur Insel bringen. Das musst wohl du sein. Siehst du die Schönheit da drüben? Ja, ich sehe sie. Sieh nur, wie sie in der Sonne strahlt. Sie wird uns über das Wasser bringen. Und bevor du es überhaupt merkst, sind wir auf Donauinsel. Bist du bereit, loszusegeln? Warte, 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 warte. Komm zurück, wenn du bereit bist. Ja, 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 hat Zeit. Gestern hätte ich fast ein Nebeliger gefangen, aber es biss die Angelschnur ein Stück. Die kann man angeln? Okay. Ah, lass mich raten, ich darf nicht hoch. Hm, okay. Hey du bist Öko, oder? Ja, der Captain dachte sich schon, dass du stattdessen diesen Weg nehmen willst. Riegel hat uns gebeten, dich zur Donauinsel zu bringen. Okay, wir müssen zur Donauinsel. Und dann machen wir das auch. Halt, das ist der Captain. Ja, kannst den Anker lichten. Wunderbar, ich hoffe, du wirst nicht seekrank. Ah, ja, das hoffe ich auch. Donauinsel. Hier sind wir. Sicher und wohlbehalten dank meines getreuten Schiffs. Du suchst nach Nicola und Thomas, richtig? Sie leiten das Bastlet-Labor im Zentrum der Insel. Oh, und nur für den Fall, dass du zurückreisen willst, lass es mich wissen. Ich werde hier warten. Danke, danke. Ach, das ist ja cool, wie der Regenschirm aufsetzt. So, gleich mal wieder alles ankrabbeln. Nur falls es hier irgendwelche Items gibt. Nachricht von Mary? Hi, Stürko. Ich habe in der Bibliothek weitere interessante Bücher für dich gefunden. Ja. Komm doch vorbei, wenn es dir passt. Okay. Wenn ich mal Zeit habe, klar. Ein Silberspinner. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Unsere Korum uns heilen. Willkommen im Trainerzentrum. Möchtest du, dass wir die heilen? Ja. Einmal bitte voll. Oh, vielen Dank. Leuchte hell. Mein Hundus hat endlich die Eigenschaft, die ich wollte, erhalten, nachdem ich die Eigenschaftsformate im oberen Stock benutzt habe. Was? Es war etwas teuer, aber definitiv den Preis wert. Oh, ich wollte die Folge eigentlich gerade beenden, aber das muss ich mir nur anschauen. Das muss ich mir nur anschauen. 2500 Gold. Oh. Hallo. Du musst hierher gekommen sein, um meine neueste Erfindung auszuprobieren, den Eigenschaftsformator. Der Eigenschaftsformator? Was macht der? Lass mich fragen, hast du jemals ein Koromon mit einer Eigenschaft, die du nicht mochtest, gefangen? Das ist ganz schönes Pech, oder? Aber das ist kein Problem mehr. Das ist, wo der Eigenschaftsformator ins Spiel kommt. Er nimmt den Koromon und gibt ihm eine neue Eigenschaft. Oh, das ist definitiv nützlich, garantiert. Garantiert ist eine neue Eigenschaft? Keine Sorge, für Eigenschaftsformate gibt den Koromon mit 100%iger Garantie eine neue Eigenschaft. Ich kann aber natürlich nicht garantieren, welche Eigenschaft es lernen wird. Wir werden warten müssen, bis der Eigenschaftsformate fertig ist, um die neuen Eigenschaften deines Koromons zu erfahren. Gib mir einfach Bescheid, falls du es versuchen willst. Ah, ein weiterer Bewunderer meines Potenzialisierer. Mein Gott, dein was? Na, der Potenzialisierer. Du schaust verwirrt rein. Lass mich erklären, wieso ich den Potenzialisierer entworfen habe. Als ich ein junger Trainer war, habe ich einmal ein Koromon mit einem Potenzial gefangen. Es war fast perfekt. Deshalb dachte ich mir, was wäre, wenn ich das Potenzial eines Koromons erhöhen könnte? Das ist, wieso ich mein Leben dem Bau des Potenzials gewidmet habe. Und ich kann mit Stolz sagen, dass er funktioniert. Der Potenzmacher hebt alle Koromon-Werte auf perfekt. Oh nein, ich fürchte, das ist unmöglich. Es kann jedoch ein Koromon-Potenzialwert leicht erhöhen. Um exakt zu sein, erhöht der Potenzial...
den Potenzialwert eines Koromons um 1. Aber wenn du Glück hast, erhöht der Potenzial um mehr als dies. Lass mich einfach wissen, wenn du dein Potenzial eine Chance geben willst. Ah, ja, ich sehe das schon. Du und dein Team zeigen viel Potenzial für Wachstum. Sollen wir den Potenzial... Ja. Was sagst du? 2500? Oh Gott, ist das teuer. Ich würde mal Dani probieren. Bist du dir sicher? Ich kann das nur einmal auf Dani anwenden. Ja, und? Dani hat dein Tier verlassen. Nein! Komm zurück! Ich muss den Koromon für eine Weile in Gewahrsam nehmen. Halte die Augen auf dein Handy. Ich werde dir eine Nachricht schicken, wenn ich fertig bin. Ach, oh, okay. Ja, gut. Dani, fremde Hände gegeben. Das war jetzt nicht so gewollt. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt mit der Folge. So lange wollte ich eigentlich auch nicht machen. Aber nun denn. So, angekommen auf der Donnerinsel werden wir uns dann um unseren ersten Titan widmen. Denn der soll ja hier irgendwo auf der Insel sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Leuchtet hell.